Ich kenne Udo, seit ich 16 bin. Da gab es nämlich hier ein Rock gegen Rechts-Konzert in Frankfurt, wo er spontan aufgetreten ist. Und ich damals als 16-Jähriger für seine Betreuung zuständig war. Ach, so komm, echt? Bärchen und alles, was man so hat als da. Die wollten eigentlich damals nur Whisky. Das war relativ einfach. Dann haben wir uns wieder getroffen und dann habe ich gesagt, komm doch mal in meine Show. Und er hat gesagt, nee, kategorisch abgelehnt, weil er auch keine Talkshows macht. Mhm. Und dann waren wir bei Corny und haben einen gebechert. Udo trinkt ja nichts mehr, trinkt wirklich schon nur alkoholfrei. Und um 4 Uhr nachts sagt er zu mir, komm, wir gehen jetzt joggen. Ich sagte, hast du einen Arsch offen? Ich gehe geh tagsüber noch nicht mal joggen, geschweige denn nachts. Ja? Und dann geht der um 4 Uhr wirklich ins Atlantik-Hotel, zieht seine Baseballkappe auf und läuft da 28 Mal um die Alster rum. Der hat sie nicht alle. Ja, da hat er seine Ruhe um die Zeit. Ja, dann hat er 2 Tage später mir eine WhatsApp geschrieben und sagt, ich kann dir nicht Nein sagen, ich komme. Schön, und das war echt schön.